Viele von seinen Berufskollegen können sie auch heute noch nicht richtig verstehen. Die Visionen von Daniel Segrist. 17 Jahre lang hat der 40-jährige Bauer den Hof von seinem Vater in Fahrwangen oberhalb am Halwilersee mit direktem Blick in die Berge geführt. Doch schon im Februar von diesem Jahr soll das alles anders werden. Denn die neuen Aussichten für Daniel sein Vorhaben sind auf dem Hof im Altholz schon seit einiger Zeit präsent. Go West ist angesagt. Was reizt ihr da? Die Weite und eine Art Freiheit. Es ist sicher nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, aber das Bauern ist sicher noch einfacher wieder da. Ja. Und vor allem auch das Vergrößern. Da war es schwer in der Schweiz. Fahrrangen ist es, ja, das Herzpflaster zum Vergrößern. Nicht, weil wir nicht auskommen zusammen, gar nicht. Wir haben sehr gut untereinander mit den Bauern. Aber es gibt einfach kein Land, weil alle zusammen sind aktive Bauern und wollen. Ja, und da habe ich, für mich war das schon lange klar, dass irgendwann werden wir gehen. Und der Grund ist auch noch, es sind drei Jungs rum und zwei haben stark Interesse an Bauern und für die Zukunft schauen. Und was macht eine Schweizer Bauernfamilie, in dem Fall der Dani mit seiner Partnerin Daniela, und seine Söhne Michael, Manuel und Matthias, wenn sie auf Kanada auswandern. Eine zünftige Steigerung. Sämtliche Fahrhab wie zum Beispiel Heugabeln, Traktoren und Erntemaschinen und natürlich das Vieh wird dem Meistbietenden verkauft. Auch wenn das jeweils einem Volksfest gleichkommt, schauen sie Christen nicht nur mit Freude dem Anlass entgegen. Morgen, wenn das Vieh aus dem Stall geht, tut das nicht ein bisschen weh? Sehr wahrscheinlich wird es mich schon ein bisschen erholen. Im Moment haben wir noch gar keine Zeit für das. Ja, aber morgen, wenn es langsam an die Kühe versteigern geht und wenn es langsam aufgeladen werden, dann wird es bei mir kommen. Ich weiss nicht, ob ich da, wenn sich Kühe aufladen, alles zusammen, vielleicht verschwinde ich dann einfach. Es wird schon Schlag sein, wenn einfach der Zoo der Stall leer ist. Aber ich tröste mich mit dem, dass noch der, es gibt einen neuen Anfang. Und dann ist es also losgegangen. Rund 1000 Leute hat man an diesem Januar-Samstag erwartet. Doch am Schluss waren es gegen 3000 gewesen. Und da hat es dann alle Hände voll zu tun gegeben. Dass bei Segrist das Herzblut vor allem auch in der Viehzucht zu finden ist, spürt man sofort, wenn man in den Stall hineingeht. In diesen 17 Jahren, wo der Dani auf seinem Hof gewirkt hat, ist er in Viehzüchterkreisen zu einer angesehenen Persönlichkeit gewachsen. Ja, und für die nicht eingeweihten kurzen Crashkurs, was eine gute Kuh ausmacht. Die gehen nachher zu den Beinen, hier schön offen, ein feines Bein, einen guten Klauenstand unten, dass eine Kuh die auch laufen kann auf der Weide, oder? Wenn sie muss dem Futter nachher gehen. Und was wir hier auch schön sehen, die Seite, die Kuh hat, wie sie hier schön verbunden ist, auch mit dem Vorderstand und hier gut angesetzt. Und auch die obere Linie ist gut hier. Das ist eine herrliche Kuh. Was heisst die Oberlinie? Die obere Linie ist die Linie hier. Ja. Die muss einen Bogen haben, sie darf nicht so sein, oder? Das sind auch so Zeichen, dass sie gute Fruchtbarkeit hat, so Kuh. Also das ist jetzt eine gute Kuh nach diesen Kriterien? Das ist eine vorzügliche gute Kuh. Das ist ein Traum von einer Kuh. Und wie viel würdet ihr jetzt für die zahlen? Ich habe braune Kühe im Stall, ich würde die nicht kaufen. Aber wenn es eine braune wäre, würde ich da 10'000 Franken zahlen. Wenn es eine braune Kuh wäre. Oder ich züchte mit braunen Kühen. Aber es sind Traumkühe. Super. Ich bin überrascht. Sehr, ganz starker Bestand. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, auch die Geschichte von Manuel und seiner eigenen Kuh müssen wir unbedingt noch loswerden. Meine Kuh war Mona Lisa, aber jetzt ist sie zu einem guten Besitzer gekommen, zum Götti, in den grossen Laufstall. Und dort hat sie sie jetzt so gut auch. Also mit dem Geld, das ich von meiner Kuh bekomme, tausche ich den umtauschen gegen die kanadische. Und dann gehe ich dort an Schau und kaufe mir den selber eine super Kuh. Wie am Anfang schon erwähnt, viele Bauern können den Schritt von Segristen nicht recht verstehen.
denn sie hinterlässt hier in der Schweiz einen voll existenzfähigen Bauernhof. Anyway, würde man hier zu Kanada sagen. Auf alle Fälle wünschen fast alle den Auswanderern nur das Beste für die bevorstehende Zeit. Auch wir von bauernfilm.ch werden im Herbst schauen, was der Dani, Daniela, der Matthias, der Manuel und der Michael in der neuen Welt als Schweizer Bauernfamilie alles erleben. Ja, ich wünsche sicher viel Glück und dass sie da meistern. Und dann habe ich auch keine Angst, dass sie da meistern. Die werden das schon schaffen. Ich hoffe, dass der Traum, den sie hier haben, dass der wahr wird und dass sie zufrieden sind dabei, oder? Also auf eine Art freut es mich für ihn, weil er denke ich, freut sich auch, so wie ich es mitbekommen habe. Und ja, ich finde es gut, wenn er gehen kann, wenn er mit dieser Positivität gehen kann. Wir arbeiten da, dann finde ich das gut. Die Schweizer helfen einem ziemlich gut. Also, wenn man Fragen hat oder Probleme hat, dann kann man ruhig einem anrufen. Die sagen einem, wo man Hilfe holen kann. Oder die helfen einem gerade auch selber. Die wissen, was sie für Schwierigkeiten hatten am Anfang. Und ich wünsche ihm Dani eigentlich alles Gute für das Abenteuer in Kanada. Ja, und übrigens, wenn es mit dem Englisch noch nicht gerade auf Anhieb funktionieren sollte. Verhungern wird auch der Matthias in Kanada nicht. Aber Pizza bestellen? Ja. Auch so, I want to like a pizza oder so irgendetwas, ja.